Guten Tag, ihr Freunde der guten Unterhaltung. Hier sind wir wieder im Krankenhaus mitten in Alt-Vizima. Wir haben in der letzten Folge mit der guten Shani Ich gesprochen, kann den die Kampf jetzt kaum da erwarten. ist. Wir wurden allerdings von einem Boten unterbrochen, der uns mitgeteilt hat, dass die gute Tochter des Königs, die Striege, wieder eine Striege ist und hier ihr Unwesen treibt. Daraufhin habe ich in diesen Schrank geguckt und dieses Büchlein gefunden. Entzauberung einer Striege, welches wir jetzt mal lesen werden. Entzauberung einer Striege, anonym. Der Hexer sprach zu König Folters, bezahlt mich, König, und ich finde eure Tochter in dem dunklen Gewölbe. Ich verwandle sie zurück, wenn ich kann. Doch wenn nicht, werde ich die Prinzessin ohne zu zögern töten. Der König begriff, dass dies seine einzige Chance war, und so legte er das Schicksal seiner Tochter in die Hand des Hexers, oder in des Hexers Hände, meine Hände. Viele Stunden rang der Beschwörer mit der Striege, er wehrte sie mit Silber und magischen Künsten ab, er rang mit der Bestie, ließ sich nur... Dieses Buch fügt dem Tagebuch einen Charakter. Und ich dachte, es wäre irgendwas Interessantes, but nope. Ein gemütliches Krankenhaus. Wusstet ihr, dass ich fast einmal ins Kloster gegangen wäre? Schwer zu glauben. Ihr habt mich durchschaut. Mir hat das Töten immer besser gefallen als das Heilen. Das, finde ich toll. Warum habe ich jetzt eigentlich diese 18 Eichhörnchen-Quasten hier eingesammelt, wenn ich die Quest gar nicht mehr habe? Das ist vollkommen uninteressant. Mäh. Na gut. Ach ja, sowas kann ich ja eigentlich mal da wieder. Oh. Goldener Pirol. Whoopsie Daisies. Was habe ich hier noch? Ach ja. Sekrete mythischen Dagon enthält der Genuss des Tranks. Gibt die Fähigkeit freie Stärke aus. Wunderbar. Donner, Vollmond, maximale Vitalität. Würger, Feinde erleiden Schaden, wenn sie angreifen. Erhöht Vampiren zugefügten Schaden. Das ist ja alles wunderschön. Wie sonst noch was? Was ist das hier? Ich weiß noch nicht. Bla 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 bla. Gut. Shani, wo bist du? Shani? Warum warten und hier verrotten? Tut, was ihr tun müsst. So müde. Okay. War ich schon hier oben. Ich geh mal gucken. Quelle Surprise, hier liegen noch mehr Leute rum. Meine Lungen. Deine Lungen. Fluch. Fürchterlich. Fürchterlich. Ich kann den Kampf Ach ja. kaum erwarten. Halt, stopp. Hier wollte ich hin. Ich gehe... Also, meine Quest mit der Striege führt mich zu diesem einsamen Turm. Ich werde auf dem Weg dorthin aber noch in der Schmiede vorbeischauen. Um mich weiterhin über die Rüstung, diese Rabes-Rüstung zu informieren. Diese legendäre Hexerrüstung. Welche ich doch sehr begehre, muss ich sagen. Hm. Bleibt stehen, wo ihr seid. Oh shit, ich wollte eigentlich auch mal hier rasten. Aua, aua, aua. Okay, ihr kämpft auch so. Tür zur Schmiede. Aus dem Weg. Ach wart, kann ich da nicht rein? Oh, halt, stopp. Jetzt sind noch alle tot. Kann ich jetzt vielleicht rein? So ist fein. Hier geht aber schon was ab, du. Uninteressant, uninteressant alles. Uninteressant. Waffenschmied des Ordens, sehr interessant. Das geht noch 20 Minuten. Okay, ich guck mal gerade, ob ich noch was habe, um meine Toxizität wieder komplett runterzusetzen. Aber ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Sieht schlecht aus. Komm ran, mein Junge.
Seid gegrüßt, Herr. Seid gegrüßt. Die weiße Reila behauptet, ihr macht die besten Rüstungen in der Stadt. Ah, die weiße Reila. Möge das ewige Feuer ihren Kampfarm führen. Ihr müsst ein Freund sein. Bin ich. Hier kann ich rasten, das ist geil. Kennt ihr die Geschichte von Rabes Rüstung? Gewiss. Könnt ihr sie neu schmieden? Nicht so hastig. Ihr Schmied hat böse Magie benutzt. Außerdem sind nur eine Schulterplatte, eine Armröhre und ein Handschuh erhalten. Aber wenn ihr mir diese Teile bringt, könnte ich es vielleicht... Was braucht ihr? Die erhaltenen Teile von Rabes Rüstung sowie die Rüstung, die sie inspirierte, die von Graf Kobus Reuter. Der Graf fiel bei Brenner und wurde auf dem Friedhof im Sumpf begraben. Ich werde euch Kobus Reuters Rüstung bringen. Was noch? Ich kann die Elfenlieder durch Gebete zum ewigen Feuer ersetzen. Aber ihr müsst mir die Aufzeichnungen eines Elfensangesmeisters und die Litanei der Heiligen Flamme bringen. Den Elfenminnesänger finde ich auf dem Friedhof im Sumpf. Was ist mit der Litanei? Die Gebeine von St. Gregor ruhen im alten, längst vergessenen und fest verschlossenen Sitz der Heiligen Inquisition. Vielleicht hilft euch die Legende des Heiligen weiter. Ich höre zu. Ketzer töteten St. Gregor, einen Inquisitor, um ihre vom ewigen Feuer geläuterten Verwandten zu rächen. Gregor erwartete sie im Tempel mit den Worten des Glaubens und einer Axt namens Fleischhacker bewaffnet. Der Mob griff den Heiligen zweimal wie ein heulender Wind an, doch der gab nicht nach. Als der Heilige die Litanei aufsagte, verbrannte das ewige Feuer die elenden Ketzer zu Asche. Danach schloss sich Gregor in seinem Tempel ein und erlag seinen Verletzungen. Die Legende enthält den Hinweis, wie die Tempeltür zu öffnen ist. Ich würde es mit verschiedenen, auf Elementen basierenden Zaubern versuchen. Ich werde es versuchen. Hochinteressant. Das ist eine ganz schön lange Einkaufsliste, die er mir da gegeben hat. Aber das macht man nicht alles. Ich durchsuche mal seine Kammer hier. Was ist das denn? Ilfgarder Zitrone. Ich will gar keinen Alkohol. Ach ja, ich kann ja bei dir pennen. Dann mache ich das mal. Wie kann ich helfen? Ich will Bobo machen. Neue Talente erworben. Das auch noch. Hochinteressant. Dann muss ich mal wieder verteilen. Raufhandel. Okay. Niederschlagresistenz. So viel zu meinen Goldtalenten. Jetzt gibt's hier noch Silber, Schmerzresistenz. Ich habe auch keine Ahnung, was ich hier noch großartig irgendwie skillen soll. Ich von Schmerz. Ich verteile einfach mal. Ach, ich habe keine Punkte mehr. Du was Dummes. Von denen habe ich eigentlich noch genügend. Ach ja, ich kann ja mal. Ich habe ja so lustige Rezepte bekommen. Welches davon kenne ich denn nicht? Und warum habe ich keine Musik? Henkers Giftserum. Machen wir mal so. Ach fuck, ich glaube, ich hätte nicht. Die Striege pennt ja morgens. Brr, 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 brr. Ja, vielleicht ist dann Ruhe auf den Straßen. Wovon aber auch nicht wirklich auszugehen ist. Deswegen gehen wir jetzt hier nochmal zu ihm. Wie kann ich... Machen das ganze Spiel nochmal. Und pennen bis... des Nächtens. Mal hier so. Falls ihr mich zwischendurch ein wenig schlürfen hört, liegt das daran, dass ich mir so einen Tee gemacht habe, da meine Bronchialwege mal wieder dezent angegriffen werden. Und damit ich hier nicht sterbe mit laufendem Mikrofon,
öle ich die einfach die ganze Zeit. Ach komm, geht mir nicht auf den Sack. Genau, jetzt will ich dahin. Das heißt, ich muss hier durch. Ach ja, wenn das die Striege ist, dann mache ich am besten mal mit einem Silberschwert, nicht? Kalkstein? The fuck? So, liebe Striege. Komme ich hier durch? Natürlich nicht. Das hat ja wunderbar funktioniert. Timerischer Soldat. Meister? Erzählt mir mehr von dieser Striege. Was soll ich sagen? Sie ist die striegigste Striege, die es gibt. Habt ihr sie gesehen? Offen gestanden, nein. Lebt wohl. Wie überaus informativ. Aha. Das ist keine Striege. Bam. What the fuck are you? Mutant. Willst du den Starken? Nein, du bist ganz schnell. Ach shit, ich hab's abgebrochen. Hack. Ah, ein Dienst der Krone. Okay, nichts mit Looten. Zur Abwechslung mal reden. Endlich ist das Ungeheuer tot. Warum seid ihr hier? Ich hörte, die Soldaten kämpften gegen eine Striege. Daher wollte ich Vizimas berühmte Striegenprinzessin selbst einmal sehen. Das ist zwar keine Striege, aber dennoch interessant. Werdet nicht zu euphorisch, Kalkstein. Ich werde diese Soldaten dafür bezahlen, dass sie die Überreste in mein Labor bringen. Und später werde ich... Moment. Wenn das keine Striege ist, was dann? Eine Kombination aus Alchemie, Genetik, Biologie und schwarzer Magie. Schweinskram. Ein Mutant wie ihr. Ich kann es kaum erwarten, mir das näher anzusehen. Da hinter dir hängt irgendwas. Ähnlich. Magie und Alchemie beschleunigen die Mutation. Die Nebenwirkungen sind praktisch unkontrollierbar. Alter. Es ist höllisch schnell und stark. Um mehr zu erfahren, müsste ich es sezieren. Ich denke, ich weiß, wer dahinter steckt. Wisst ihr, woher es kam? Die Soldaten sagten, es kam aus dem Friedhof im Sumpf. Nehmt diese Schriftrolle. Sie enthält die Formel für einen mächtigen Trank, der euch hilft, die Striege zu bekämpfen. Die Salamandra werden kühner. Beschleunigte Mutation und Experimente an Menschen sind eine schmutzige Sache. Und alles basiert auf gestohlenen Hexergeheimnissen. Die ihr seit Jahren hütet, ohne der Versuchung zu erliegen. Herzlichen Glückwunsch. Na gut. Aber was ist mit dieser Striege? Wenn sich die Soldaten irren, ich hörte Gerüchte über gewisse Ereignisse im Sumpf. Was für Gerüchte? Macht schnell. Es heißt, in der alten Kapelle dort wurde eine Leiche gefunden, auseinandergerissen. Der Dickdarm soll 1,5 Meter lang gezogen gewesen sein, die 6,5 Meter Dünndarm darum gewickelt. Das reicht. Danke. Ich sollte zu meinem Freund zurückkehren und überlegen, bla bla bla. Jetzt kann ich den nicht looten. Hier kann ich nicht hoch. Da kann ich auch nicht mitmachen. Thank you.
Wupp, 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 wupp. Alter Vater. Ach shit. Zum Glück. Das mit dem Q und E habe ich irgendwie immer noch nicht raus. Will ich von euch überhaupt irgendwas? Ich glaube nein. Dieser Leichnam, den habe ich noch nicht. Geplündert. Und deinen Käse kannst du auch behalten. Gut. Halt, falsche Taste. Jetzt kann ich zum Krankenhaus zurückkehren und mit Shani sprechen. Yippie, da freue ich mich ja schon drauf. Hauskampf, Rüstung. Ich muss die Aufzeichnung eines Elfensängers und die verbleibenden Teile von Rabes Rüstung finden. Ich muss zum Friedhof in den Sümpfen gehen und alle für die Rüstung erforderlichen Elemente finden. Okay, Inventar. Und diese enthalten die Formel für einen Trank, der aus einem Striegenherz gewonnen wird. Der Genuss des Trankes gewährt ein Silber und ein Bronzetalent. Aha. Bereits gelesen, bereits gelesen. Gut. Dann gehe ich nochmal zurück ins Krankenhaus. Wo waren das? Die Feldkommandozentrale. Schmiede. Feldlazarett. Also ist doch hier vorne. Hört mal auf mich einzuhacken. Dann kommt halt her. Die Pest. Ich kann den Kampf kaum, aber... Ach, Geralt. Seid ihr hier, um zu sterben? Ich will da rein. Kann ich jetzt bitte mal da rein? So, dann treten wir auch noch aus dem Leben. Halt. Da. Danke. Was ist mit der Striege passiert? Falscher Alarm. Ein Mutant hat die Soldaten angegriffen. Braucht ihr Hilfe? Nicht mehr als jeder andere. Lasst mich entscheiden. Shani. Ihr scheint wohl auf zu sein. Habt ihr keine Angst, dass die Ritter des Ordens oder die Elfen auftauchen könnten? Beide denken doch, ihr versorgt den Feind. Für mich sind das keine Feinde, nur Verwundete. In diesem Krankenhaus unterscheiden wir nicht zwischen Völkern und politischen Standpunkten. Das habe ich in Brenner gelernt. Rotschopf hat dort Nilfgaarder und auch unsere Leute behandelt. Einen Patienten hat er sogar mit seinem Körper geschützt, als Elfen kamen. Hoffentlich habe ich auch den Mut, meine Patienten zu beschützen. Ich bin sicher, das werdet ihr. Allerdings wäre es mir lieber, ihr würdet fliehen. Schön zu hören. Warum erzählt ihr mir das alles? Was war das für ein Geräusch? Diese Euphorie. Jetzt gibt's auch für Schnauze... Ihr behandelt Menschen, wie ich sehe. Wir verwunden sie, damit sie sterben, und ihr behandelt sie wie unlogisch und in höchstem Maße gegen unsere Interessen. Raus aus meinem Krankenhaus. Auf den Straßen könnt ihr euch nach Herzenslust gegenseitig umbringen, aber lasst euch hier nicht mehr blicken. Shani, Vorsicht. Tötet die Däune. Dwan heißt das, Dwan. So, jetzt machen wir mal hier so ein. Geht das? Yo. Jetzt laufen sie alle. Gib mir ein wenig mehr Zeit. Oh, nicht. Schick. Ist wieder abgebrochen. Meine Lungen. Das ist ein Fluch. Ach, die Alte muss ich auch noch aus dem Leben treten. Damit die hier nicht halten, so eine Blöde. Wir werden alle sterben. So.
Das war gut. Sie wollten die Verwundeten abschlachten. Wie kann man nur so tief sinken? Ich habe in der Stadt Schlimmeres gesehen. Danke. Im Namen aller Patienten. Die dürften euch nicht mehr behelligen. Auf bald. Lebt wohl. Jo, damit auch von mir ein Lebt wohl und auf bald. Bis zur nächsten Folge, weil das war's. Tschüssi.